Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen unseren Gästen, die Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffmann und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Ich wünsche uns allen ein gesundes, gutes und friedvolles, hoffentlich, neues Jahr. Und es geht auch schon sofort los und Frau Hoffmann hat das Wort. Ja, vielen Dank. Den Wünschen schließe ich mich natürlich sehr gerne an. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gesundheit, Kraft, Arbeitseifer. Und beginne jetzt auch, da möchte ich die Gelegenheit ergreifen, in dieser ersten Regierungspressekonferenz des neuen Jahres mit der Lage in Afghanistan, die möchte ich noch mal in den Fokus nehmen. Seit der Machtübernahme durch die Taliban hat sich die Lage insbesondere für Frauen in Afghanistan kontinuierlich verschlechtert. Die Taliban haben die Freiheiten von Frauen immer weiter eingeschränkt. Eine Teilnahme von Afghaninnen am gesellschaftlichen Leben wird immer schwieriger. Die Taliban gehen rigoros gegen die weibliche Bevölkerung des Landes vor. Das verurteilen wir aufs Schärfste. Wir fordern die Taliban auf, die Arbeitsverbote für Frauen in NGOs umgehend aufzuheben und Mädchen und Frauen wieder freien Zugang zu Universitäten und Schulen zu gewähren. Auch der UN-Sicherheitsrat hat am 28. Dezember die immer weitreichenderen Einschränkungen von Frauenrechten in Afghanistan verurteilt und die Taliban aufgefordert, diese zurückzunehmen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat gemeinsam mit Amtskolleginnen und Amtskollegen unter anderem der USA, Australiens und von EU-Mitgliedstaaten in einer gemeinsamen Erklärung ihrer Besorgnis über das Vorgehen der Taliban ausgedrückt. BMZ und AA prüfen, welche Auswirkungen die Entscheidung der Taliban auf die weitere Bereitstellung von humanitärer Unterstützung und Entwicklungszusammenarbeit hat. Wir sind dabei in enger Abstimmung mit unseren Partnern. Soweit von mir. Vielen Dank, Frau Hoffmann. Gibt es dazu gleich Fragen möglicherweise? Afghanistan, Frauen, das sieht mir nicht so aus. Doch, Herr Lange. Frau Hoffmann, vielleicht auch die Ministerien, das BMZ. In welche Richtung läuft diese Prüfung, was die Entwicklungszusammenarbeit angeht? Wenn man die Mittel zusammenkürzt, würde man ja die Bevölkerung noch wieder weiter treffen und den Taliban möglicherweise in die Hände spielen. Also ist vielleicht eher daran gedacht, die Mittel noch aufzustocken. Also was ist das, die Zielrichtung dieser Prüfung? Danke. Ja, für diese Frage würde ich tatsächlich ans BMZ verweisen gerne. Ja, vielen Dank. Natürlich ist es ein Dilemma, vor dem wir hier stehen. Die Menschen wollen natürlich weiter unterstützen, nicht alleine lassen. Man muss noch mal ganz klar sagen, dass die Verantwortung für die Situation, wie sie jetzt ist, für das Anhalten der Maßnahmen, die Verantwortung liegt ganz klar bei den Taliban, die sich nicht um das Wohlergehen der Menschen in Afghanistan scheren. Es gibt alternative Umsetzungsmöglichkeiten, die wir auch zum Teil nutzen, in der Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen. Und es wäre natürlich perspektivisch eine Möglichkeit, das noch weiter auszubauen. Ja, bitte. Klar, ich kann natürlich gerne noch fürs Auswärtige Amt ergänzen. Mein Kollege Christoph Burger hat ja letzte Woche sich hier auch relativ ausführlich eingelassen. Nur noch mal natürlich festzuhalten, dass es natürlich unterschiedliche Arten von Hilfe gibt, hat er ja auch gesagt, das Auswärtige Amt im Bereich der humanitären Hilfe, die ja unmittelbar lebensrettende Maßnahmen betreffen, das BMZ darüber hinaus im Bereich der Basisdienstleistungen. Und ich schließe mich da ganz den Ausführungen der stellvertretenden Regierungssprecherin an, dass wir da jetzt in enger Abstimmung mit unseren Partnern sind und auch im Ressortkreis, um zu sehen, welche Auswirkungen diese Entscheidung der Taliban auf unsere Hilfen hat. Herr Mira. Dürfte ich Herrn Wagner fragen, gibt es denn, der stellvertretende UN-Sondergesandte Herr Potzel hatte gefordert Ende letzten Jahres, dass Deutschland erwägt, vielleicht die Botschaft wieder zu eröffnen, wie das, glaube ich, Japan getan hat. Gibt es denn da irgendwelche Überlegungen in der Hinsicht, ohne das Taliban-Regime jetzt anzuerkennen, aber dass man zumindest irgendeine Art von Präsenz vor Ort hat? Danke. Da Herr Burger genau diese Frage letzte Woche auch schon beantwortet hat, würde ich Sie auf das Protokoll der letzten Woche verweisen. Alles klar. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Dann haben wir zwei Reiseankündigungen, eine vom Auswärtigen Amt. Wollen Sie gleich weitermachen? Ja. Eine vom Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Bitte.
Gerne. Ich darf Ihnen ankündigen, dass morgen am 3. Januar Außenministerin Baerbock zu ihrem ersten Besuch nach Portugal reisen wird. Sie wird dort ihren portugiesischen Amtskollegen treffen. Bei dem Besuch geht es um die Intensivierung der bilateralen Beziehungen in vielen unterschiedlichen Bereichen. Deutschland und Portugal wollen zudem ihre strategische Zusammenarbeit und Koordination in der Europäischen Union mit Blick auf die lusophone Welt und etwa auch China und Afrika stärken. Auf Einladung ihres portugiesischen Amtskollegen nimmt die Außenministerin am Mittwoch dann auch an der jährlichen Konferenz der Leiterinnen und Leiter der portugiesischen Auslandsvertretung teil. Sie wird dort gegen 11.15 Uhr eine presseöffentliche Rede halten und im Anschluss auch am Mittwoch ist dann eine gemeinsame Pressebegegnung von Außenministerin Baerbock mit dem portugiesischen Außenminister geplant. Diese soll ca. 12.15 Uhr deutscher Zeit am Mittwoch stattfinden. Portugal, lassen Sie mich das noch sagen, ist einer der Vorreiter in Europa in Sachen Meeresschutz. Außenministerin Baerbock wird sich deswegen auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Blue Ocean Foundation treffen und sich über die Arbeit austauschen. Die Außenministerin wird im Übrigen auf der Reise vom Beauftragten der Bundesregierung für Meeresschutz, Sebastian Unger, der ja im BMUV angesiedelt ist, begleitet. Und am Mittwochabend kehrt Außenministerin Baerbock dann nach Berlin zurück. Gibt es dazu Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann geht es weiter mit dem Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Ja, vielen Dank. Ich kann ankündigen, dass Bundesminister Habeck vom 4. bis 6. Januar, also in dieser Woche noch, nach Norwegen reisen wird. Die Reise wird im Zeichen natürlich der Freundschaft der beiden Völker Norwegens und Deutschlands stehen, aber auch im Zeichen der Energie- und klimapolitischen Zusammenarbeit. Er wird zu Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten zusammentreffen und mit mehreren anderen Ministern. Und die Themen sind, jedenfalls soweit es auf der Agenda steht, Wasserstoff, Carbon Capture and Storage, dann die EU-Klimaschutzpolitik, COP27, danach Ägypten, dann Klimaclub, Energieversorgung, dann die Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Norwegen. Auch ein wichtiges Thema, die Sicherheit der Energieinfrastruktur, auch in Norwegen ein aktuell sehr intensiv diskutiertes Thema. Dann auch das allgemeine Thema der Transformationstechnologien. Dort werden Unternehmensbesuche durchgeführt. Im Übrigen geht es auch um Rohstoffe und um grüne maritime Wirtschaft. Vielen Dank. Danke. Gibt es dazu Fragen? Das sieht mir nicht so aus. Dann habe ich eine Reihe von Fragen zur Silvesterbotschaft von Frau Lambrecht. Herr Blank, möchten Sie vielleicht starten? Aber gerne. Frau Hoffmann, sehen Sie denn die in der Silvesterbotschaft, hier sitze ich, hier, sehe ich denn? So schön, ist so voll, dass man es gar nicht sieht. Ne? Ja, und das wäre das Anfang. Sehen Sie in der Silvesterbotschaft, Frau Hoffmann, denn eine angemessene Form einer solchen Botschaft auf einer Straße im Hintergrund Silvestergeböller zu hören? Wie bewertet das denn der Bundeskanzler? Ich sehe jetzt keinen Anlass, das hier zu bewerten, in Wahrheit. Dann vielleicht eine Nachfrage an das Verteidigungsministerium, Herr Kollatz. Wenn Sie einen Moment bitte warten. Herr Kollatz, die gleiche Frage dann noch an Sie. Ist das eine angemessene Form, das neue Jahr zu begrüßen für die Verteidigungsministerin angesichts des Kriegs in der Ukraine? Und war das Video in irgendeiner Form geplant und wer hat es aufgenommen? Die Worte der Ministerin in dem Video stehen für sich. Es ist nicht an mir, das zu kommentieren. War es denn ein privates Video oder war es ein Video im Auftrag, also als Ministerin zum Beispiel? Sie haben ja gesehen, dass das auf Ihrem privaten Kanal veröffentlicht wurde und nach meiner Kenntnis wurden da auch keine dienstlichen Ressourcen für eingespannt. Dazu habe ich jetzt noch weitere Fragen. Dann möchten die Frager, Fragerin, Herr Mirai, vielleicht hat sich ja manches auch schon ergeben, aber bitte. Es hat sich zum Teil schon ergeben, aber dürfte ich trotzdem noch mal nachfragen, Herr Kollatz. Wenn Sie das Mikro ein bisschen mehr zu sich nehmen, dann hören wir Sie noch besser. Trägt denn irgendwer innerhalb des BMVGs redaktionelle Verantwortung für dieses Video dann oder ist das komplett privat? Weil sie hat sich ja doch durchaus zu dienstlichen Belangen auch geäußert. Ich glaube, die Frage habe ich eben beantwortet. Ich hatte das eigentlich nicht so genau verstanden. Also Sie sagen, das ist ein komplett privates Video, obwohl sie sich zu dienstlichen Belangen geäußert hat, zum Beispiel, dass sie durch den Krieg viele nette Leute kennengelernt hat und so. Das ist ja durchaus, das hat sie als Bundesverteidigungsministerin getan. Ja, sie hat sich auf einem privaten Kanal dazu geäußert, hat ihre Worte dort gewählt und das Ganze auch ohne Zuhilfenahme dienstlicher Ressourcen produziert. Aber Sie können nicht sagen, wer das Video aufgenommen hat? Nein. Danke. Herr Kubina.
Ja, Herr Kollatz, dann doch vielleicht inhaltlich noch die Frage. Sie sagen, das Video stehe für sich, aber es gibt ja jetzt doch mannigfaltige Kritik, nicht nur in Social Media. Es geht einmal mehr darum, ob Frau Lamprecht geeignet ist, dieses Amt in diesen Zeiten auszuführen. Also das neue Jahr beginnt für Sie als Ministerium, so wie das alte aufgehört hat. Und dazu wollen Sie inhaltlich nicht Stellung nehmen? Dazu kann ich keine Stellung nehmen. Jetzt habe ich dazu noch Herrn Nenn. Bitte schön. Ja, Herr Kollatz, Ihr Chef, Herr Thiels, hatte dieses Video ja auch geliked. Heißt das, dass die Pressestelle Ihres Hauses die Aussagen der Ministerin so schätzt und teilt? Ich kann das hier nicht kommentieren. Das heißt, Ihre Pressestelle, die ja auch Inhalte für diesen privaten Account liefert, wenn man sich die Fotoreihe anguckt, sind ja diverse Fotos auch aus dem Verteidigungsministerium, aus Ihrem Pressestab dabei. Ist es da nicht ein bisschen einfach, dass Sie sagen, das ist jetzt ein Privataccount, weil inwiefern nutzt denn die Ministerin auch die Ressourcen aus Ihrem Haus, wenn sie Fotos teilt, die aus Ihrem Haus entstanden und ja auch bezahlt worden sind vom Steuerzahler? Soweit ich weiß, sind bei diesem Post keine dienstlichen Ressourcen verwendet worden. Das können Sie grundsätzlich ausschließen, dass auf diesem Account keine Fotos aus dem Bundesverteidigungsministerium geteilt werden? Für diesen Post kann ich grundsätzlich ausschließen, dass dafür dienstliche Ressourcen genutzt wurden. Wie wird denn dieser Post, dieses Video jetzt intern bei Ihnen aufgearbeitet oder wird er überhaupt aufgearbeitet? Es handelt sich um einen privaten Post, da ist nichts aufzuarbeiten. Gibt es, Herr Menn, Gibt es denn schon Reaktionen von europäischen Verbündeten auf dieses Video? Denn da wurden ja auch inhaltliche Aussagen zum Krieg zum Beispiel getroffen. Mir nicht bekannt, ich kann das auch nicht kommentieren. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sieht mir nicht so aus. Es gab aber eine Reihe Fragen, die mir annonciert wurden zum Thema Silvesterkrawalle. Wie wir da weitermachen? Herr Niehaber. Ja, eine Frage an Frau Hoffmann und Frau Koch. Es gab ja in der Silvesternacht nicht nur in Berlin, auch in anderen Städten gewaltsame Übergriffe und Angriffe auf Polizisten und Feuerwehrmänner. Teilweise wurde die Notruffunktion missbraucht, um Feuerwehrmänner in den Hinterhalt zu locken, um sie dann zu attackieren. Wie beurteilt der Bundeskanzler diese neue Qualität der Gewalt? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Bundesregierung? Und die gleiche Frage auch an Frau Koch. Danke. Ja, vielen Dank für die Frage. Diese teils massiven Übergriffe auf Einsätze von Polizei und Feuerwehr, ehrenamtliche Helfer sowie auch auf Journalistinnen und Journalisten in der Silvesternacht verurteilt die Bundesregierung, natürlich auch der Bundeskanzler, auf das Schärfste. Die Bundesregierung hat großes Vertrauen in die Ermittlungsbehörden der Bundesländer, dass die Täter, die solche Übergriffe verüben, konsequent ermittelt werden. Der Rechtsstaat darf nicht zulassen, dass Menschen, die in unseren Städten friedlich feiern, und Einsatzkräfte, die ihren Dienst tun, derartigen Übergriffen ausgesetzt sind. An dieser Stelle möchte ich auch im Namen der Bundesregierung und des Bundeskanzlers, der Polizei, den Rettungskräften und Ehrenamtlichen an dieser Stelle ausdrücklich für ihren mutigen und gefährlichen Einsatz in der Silvesternacht danken. Also ich kann mich dem nur anschließen. Wir haben ja auch ein Zitat der Ministerin herausgegeben. Das kennen Sie sicherlich auch. Wir haben gesehen, selbstverständlich, dass viele, viele Menschen, die meisten Menschen, sehr friedlich die Silvesternacht gefeiert haben. Leider hat das Ganze eine Kehrseite oder eine andere Seite der Medaille. Polizei, Rettungskräfte, Feuerwehrkräfte, Einsatzkräfte wurden teilweise massiv angegriffen, bedroht. Die Bilder kennen Sie alle. Das ist ein Ausmaß an Gewalt, was wir so nicht hinnehmen können. Deshalb sind wir froh, dass die Strafvorschriften gerade zum Schutz von Polizei und Rettungskräften in den letzten Jahren noch mal verschärft wurden. Und auch wir vertrauen hier auf die Strafverfolgungsbehörden der Länder, dass sie jetzt auch dem nachgehen und konsequent ermitteln. Eine Nachfrage: Wie steht die Bundesregierung oder die Ministerin Faeser zu dem geforderten Böllerverbot, dass man als Konsequenz einfach das künftig verbietet? Also es ist ja nicht so, als gäbe es noch gar keine rechtlichen Regelungen dazu. Das bestehende Recht bietet bereits umfassende Möglichkeiten, um das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände zu verbieten oder auch zu begrenzen. So ist es beispielsweise bereits jetzt gesetzlich verboten, in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinderheimen, Altenheimen sowie im Umfeld von besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen Pyrotechnik abzubrennen.
Neben diesem allgemeinen Verbot, was grundsätzlich gilt, besteht für die Länder und auch für die Kommunen vor allen Dingen die Möglichkeit, das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände lokal zu beschränken, also sogenannte umgangssprachlich Böllerverbotszonen einzurichten. Das müsste eben angewendet werden und wird ja bereits auch schon angewendet. Dazu hatte ich Herrn Blank auch, glaube ich, noch zu dem Thema, oder hat sich das erledigt? Herr Scholkwan. Ja, Frau Kock, haben Sie ein Bild von den Angreifern? Was sind das für Menschen? Sind ja 103, glaube ich, verhaftet worden oder festgesetzt? Meistens Männer. Sind es Jugendliche? Sind es Ältere? Sind es Deutsche? Sind es Leute mit Migrationshintergrund? Haben Sie da so einen Schnitt ungefähr? Ich nehme an, Ihre Zahl bezieht sich auf Berlin. Das ist zumindest das, was wir auch den Agenturen und den Berichten unserer Kollegen über unser Lagezentrum entnehmen können. Das ist noch sehr früh. Also wie Sie wissen, ermitteln die Länder. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Länder bereits eine genaue Übersicht haben zu den Tatverdächtigen. Ich kann Ihnen Informationen geben, die wir haben aus dem Jahreslagebild Angriffe gegen Polizeivollzugsbeamte. Das bezieht sich aber eben ausdrücklich nur auf Polizeivollzugsbeamte und auf das Jahr 2021. Da wurden knapp 40.000 Gewalttaten gegen Polizeivollzugsbeamte erfasst. Insgesamt wurden 2021 88.600 Polizeivollzugsbeamte Opfer. Und zu den Tatverdächtigen wissen wir, oder nach unseren Auswertungen für das Jahr 2021, dass die meisten Tatverdächtigen 84% männlich waren, die meisten Tatverdächtigen 70% rund Deutsche und über 25 Jahre alt. Sie waren oft, also 3/4 der Tatverdächtigen waren polizeilich bereits bekannt. Und das erklärt vielleicht auch den Zusammenhang dann zu der Silvesternacht. Fast jeder zweite stand unter Alkoholeinfluss. Herr Lange dazu. Ja, Frau Kock, haben Sie vielleicht schon ein Lagebild, in welchen Bundesländern es besonders schlimm war? Also es gab zum Beispiel eine dpa-Meldung, dass die Angriffe auf Sanitäter in Bayern über den Jahresverlauf eher auch zurückgegangen sind. Also vielleicht kann man das Bild so ein bisschen relativieren. Gab es also Bundesländer, wo es besonders schlimm war? Und die zweite Frage bitte. Entschuldigung, ich muss jetzt lachen, aber der Vorschlag von Herrn Lauterbach, an Angreifenden auf Rettungskräfte die Wohnung zu kündigen, ist das irgendwas, was Regierungshandeln werden könnte? Danke. Also ich habe jetzt hier noch keinen Überblick vorliegen, keinen vollständigen zumindest, deshalb würde ich gerne darauf verzichten, Ihnen jetzt da Details zu nennen, weil das eben noch kein absolut abschließendes, vollständiges Bild ist, das wir haben. Und die Äußerung von Herrn Lauterbach möchte ich hier nicht kommentieren. Gibt es zu diesem Thema noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann, weil Herr Kollatz noch sitzt, können wir, glaube ich, gleich zum Thema Puma gehen. Und Frau Hasenkamp hat das Wort. Ja, Herr Kollatz, vielleicht in der Saga können Sie uns auf den Stand bringen. Haben Sie jetzt im Ministerium alle Informationen, die Sie haben wollten, bis Ende der Woche? Wie geht es mit der Auswertung voran? Wann wird die Öffentlichkeit darüber informiert? Ja. Schon letzte Woche habe ich ja kurz skizziert, wie der Ablauf der Dinge sein soll. Die Ministerin hat das ja auch bereits öffentlich gesagt, dass sie bis Ende des Jahres, also bis Ende letzter Woche, den Sachstand zu den Schäden und der Abarbeitung der Schäden vorliegen hat. Das ist vorgelegt worden nach meiner Kenntnis. Jetzt wird es, das habe ich aber auch schon letzte Woche gesagt, ein wenig noch der Bearbeitung brauchen, bis wir daraus einen Plan gestrickt haben können mit allen Beteiligten. Denn, und auch das habe ich bereits hier gesagt, geht es ja nicht nur darum, das aktuelle Schadensbild zu bewerten, sondern auch einen Plan dafür zu haben, wie der Puma langfristig auch unter Gefechtsbedingungen genutzt werden könnte. Und darum geht es im Schwerpunkt. Das wird sicherlich noch ein paar Tage in Anspruch nehmen, sollte sich jetzt im Verlaufe, die Ministerin hat ja von wenigen Wochen gesprochen, ein Zwischenstand ergeben, den ich hier mitteilen kann, mache ich das natürlich. Ich bitte aber auch zu beachten, dass wir auch gegenüber dem Parlament noch in der Informationspflicht stehen und das alles in der richtigen Reihenfolge machen wollen. Also für heute kein neuer Sachstand und es geht so schnell weiter, wie es geht. Zusatz, ne? Das heißt, dann können Sie auch noch nichts dazu sagen, zu dem Verdacht, dass womöglich die Schäden doch gar nicht so gravierend waren und sich mit ein paar Handgriffen, wenn ich das mal so sagen darf, reparieren ließen. Und die zweite Nachfrage, ist es denkbar, dass der Puma dann sozusagen doch in der VJTF wieder zum Einsatz kommt?
Also zu dem Schadensbild habe ich ja auch aufgeführt, dass es hier von ganz leichten bis eben ganz schweren Schäden etwas festzustellen gibt. Wie die zu bewerten sind, was gravierend ist und was Versäumnisse von wem sind, das kann ich hier tatsächlich nicht vornehmen. Genau darum geht es in dieser Bewertung, die ja vorgenommen werden muss, bevor ein entsprechender Plan auch aufgestellt werden kann. Nur weil ein Schaden einfach zu beheben ist, heißt es ja nicht, dass er zum Beispiel durch die Truppe hätte erkannt werden können. All das sind Dinge, die jetzt bewertet werden müssen und Grundlage sind für ein konsolidiertes Vorgehen, das sich dann sicherlich aber auch bald abzeichnet. Noch einmal, diese Zeit müssen wir uns nehmen. Das sind wir auch der Solidität der Planungen dann geschuldet. Und Sie haben ja auch richtig darauf hingewiesen, dass wir den Puma natürlich zunächst auch gern bei der VJTF genutzt hätten. Nun ist es nicht nur der Panzer und das System, das dahinter steht, das technische System, sondern da steht Truppe dahinter, Menschen, die darauf vorbereitet werden müssen, diese Aufgaben wahrzunehmen und vor allen Dingen, die sich auch jetzt bereits in einer gewissen Bereitschaft befinden. Das sind auch sehr persönliche Planungen, die dahinter stehen. Sie können sich vorstellen, dass das zum Beispiel eine familiäre Weihnacht anders aussieht, wenn ein Teil der Familie sich in einer 36, 48, 72-stündigen Bereitschaft befindet, als wenn das nicht der Fall ist. Insofern legt man dann nicht einen Schalter um und sobald irgendwo eine Schraube festgezogen ist, kann nicht die VJTF-Planung geändert werden. Das muss alles sehr wohl überlegt sein und letztlich auch immer mit dem Gedanken der Fürsorge für die Menschen, die davon betroffen sind, dann auch gedacht werden. Diese Komplexität erfordert einen gewissen Zeitablauf und den bitte ich auch, uns einzuräumen. Herr Kubina. Aber bin ich auf? Ich sehe das Mikro leider nicht. Jetzt sehe ich es auch nicht mehr. Leuchtet es denn? Nee, noch nicht. Dann riecht einfach laut. Nee, das geht nicht. Ich versuche. Ich muss davor. So. Jetzt haben wir es. Ja, ich sehe diese Reihe leider überhaupt nicht, weil die komplett verdeckt ist. Also gut, aber wir haben es ja hingekriegt. Die Komplexität, die Sie eben geschildert haben, folgt aus dieser Komplexität nun das für den Fall, dass sich in den nächsten Wochen erweisen sollte, die Pumas kriegen wir soweit fit, dass sie theoretisch auch für VJTF genutzt werden könnten, dass die Bundeswehr das dann auch tun wird. Ja oder nein? Und das Zweite ist, letzte Woche habe ich mit einem Kollegen von Ihnen gesprochen, da war dann plötzlich offen, ob überhaupt öffentlich kommuniziert wird, sobald die Schadensanalyse vorliegt oder ob das intern gehalten wird oder lediglich Parlamentarier informiert werden. Wenn Sie das noch klarstellen könnten, gibt es eine öffentliche Kommunikation dann auch, ja oder nein? Also zu der ersten Frage, ich kann hier überhaupt nicht ausschließen, will das auch nicht, dass der Puma wieder für VJTF in Frage kommt. Aber nochmal, ich habe versucht deutlich zu machen, dass das nicht ein Schalter ist, den man umlegt, sondern dass das Vorbereitung braucht und einen zeitlichen Vorlauf braucht, solche Truppenteile, die mit Großwaffensystemen ausgestattet sind, in eine NATO-Verpflichtung zu bringen. Das bitte ich dabei immer zu berücksichtigen. Und welche Inhalte wem angeboten werden können, richtet sich natürlich nach dem Verschlussgrad der Informationen. Sie wissen auch, dass wir zu Klarständen im Detail öffentlich gar nicht Stellung nehmen können, weil das auch andere interessiert, die uns nicht wohlgesonnen sind. Gibt es dazu weitere Fragen? Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins... Doch, Entschuldigung, bitte. Nur eine ganz kurze Nachfrage noch. Steht denn schon fest, wann der Bundestag informiert wird? Weil Sie ja gesagt haben, klar, die Reihenfolge muss eingehalten werden. Das steht, ich habe versucht deutlich zu machen, dass wir einen Sachstand brauchen. Also wir haben jetzt eine Basis-Faktenlage und jetzt geht es darum, einen Plan vorzustellen und für die Truppe zu entwickeln, um den Puma nachhaltig und unter Gefechtsbedingungen belastbar tauglich zu machen. Da müssen alle mit anpacken, die bei diesem Waffensystem Verantwortung tragen. Und wenn wir diesen Plan haben, wird natürlich der Informationsvorrang des Parlaments zum Tragen kommen. Aber einen Termin dafür habe ich noch nicht. Weitere Fragen zu diesem Thema? Das sieht mir nicht so aus. Dann gehen wir zu Herrn Herrmann und ins Ausland. Soll ich das? Ja, wie Sie möchten. Ja, ich habe eine Frage ans Auswärtige Amt. Dann ist vielleicht doch das andere Mikrofon besser, dann können Sie sich besser sehen. So biegen. So, Entschuldigung, ich hatte das nicht realisiert. So. Ja, genau. Also es ist, glaube ich, fast genau 4 Jahre her, als einige Länder, darunter auch Deutschland, Juan Guaido als Interimspräsident von Venezuela anerkannt haben. Jetzt hat selbst die Tage die venezolanische Opposition ihm die Unterstützung entzogen.
Deshalb würde mich interessieren, wer ist Stand jetzt aus Sicht der Bundesregierung Präsident von Venezuela? Ein Mikro, genau. Also wir haben die Entscheidung der Nationalversammlung zur Kenntnis genommen in Venezuela. Ich kann dazu allgemein sagen, dass eine politische Lösung der Krise in Venezuela aus unserer Sicht eine geeinte Opposition ganz entscheidend ist. Und wir unterstützen natürlich die demokratischen Kräfte in Venezuela mit dem Ziel, einen Ausweg aus der Krise durch freie, faire und glaubwürdige Präsidentschafts- und Parlamentswahlen zu befördern. Und der demokratischen Opposition kommt hierfür natürlich eine zentrale Bedeutung zu. In dem Zusammenhang begrüßen wir aber auch, dass eine Wiederaufnahme der Gespräche zwischen Präsident Maduro und der in der einheitlichen Plattform organisierten Opposition gibt. Das ist, was ich zu diesem Zeitpunkt dazu sagen kann. Gibt Nachfrage? Ja, also trotzdem nochmal, wir müssen ja irgendjemanden anerkennen. Also mit wem redet die Bundesregierung als auf Staatspräsidenten, Regierungschefebene? Naja, es ist ja so, dass wir nur Regierung und keine Regierung, sondern nur Staaten anerkennen. Insofern stellt sich die Frage in der Form nicht, sozusagen, wir erkennen als Bundesregierung keine andere Regierung an, sondern andere Staaten. Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann komme ich zu Frau Wolfskämpf und dem Thema China und Corona. Genau. Ja, wahrscheinlich das Bundesgesundheitsministerium wäre da Ansprechpartnerin. Vielen Dank. Nach Spanien haben jetzt auch weitere Länder wie Großbritannien und Frankreich angekündigt, einen negativen Test zu verlangen bei Einreisenden aus China. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagt, es soll eine europäische Lösung geben. Wann kommt die denn jetzt und wie sieht sie aus? Danke für Ihre Frage. Ich kann Ihnen dazu so viel sagen. Der Minister hat ja betont, wir beobachten die Situation genau, um eben zu reagieren. Dazu stimmen wir uns auch mit unseren EU-Partnern ab. Der Minister hat ebenfalls erklärt, dass es ein Variantenmonitoring an europäischen Flughäfen wichtig sei. Genauen Zeitpunkt kann ich Ihnen da aber nicht nennen momentan. Mhm. Und auch nicht, ob erwägt wird, ob es zum Beispiel auch einen negativen Test als Nachweis geben muss. Können Sie dazu schon was sagen, wie genau das aussehen könnte? Da muss ich bei meiner Aussage bleiben. Wir beobachten die Situation, um reagieren zu können. Und wir ziehen da auch alle Maßnahmen erstmal in Betracht. Danke. Ich sehe dazu keine weiteren Fragen. Dann habe ich Frau Kinkers mit dem Thema Israel. Ich habe eine Frage ans Auswärtige Amt und aber auch ans Kanzleramt. Es geht um Israel. Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung und welche Konsequenzen gibt es für das deutsch-israelische Verhältnis, dass die neue israelische Regierung die Zwei-Staaten-Lösung praktisch beiseite gelegt hat? Also der Bundeskanzler hat ja dem frisch vereidigten Premier Netanyahu in der vergangenen Woche gratuliert und noch einmal deutlich gemacht, dass Israel und Deutschland ein sehr besonderes Verhältnis und eine sehr enge Freundschaft verbindet. Und das ist die Grundlage der weiteren Zusammenarbeit. Das Auswärtige Amt vielleicht dazu, Anna? Dem habe ich nichts hinzuzufügen, was die stellvertretende Regierungssprecherin gesagt hat. Also keine Proteste, keine diplomatischen Bemühungen. Man beobachtet das einfach weiter. Gespräche und diplomatische Bemühungen gibt es natürlich immer. Und Deutschland hat sich ja wiederholt dafür ausgesprochen, dass die Zwei-Staaten-Lösung der richtige Weg ist, um voranzustreiten in diesem Nahostprozess. Aber zunächst mal geht es darum, jetzt zu der neuen Regierung das Verhältnis wieder verstärkt aufzunehmen. Und wir sehen dafür eine gute Grundlage. Herr Tufekci. Herr Wagner, der israelische Premierminister hat ja noch mal in einem Tweet am Wochenende noch mal ganz klar gemacht, dass der Ausbau der Siedlungen in den besetzten Gebieten, also Golanhöhen und der Westbank, weitergeht, unvermittelt weitergeht. Wie soll da noch eine Zwei-Staaten-Lösung möglich sein? Also ich kann Sie eigentlich auch nur noch mal auf das verweisen, was mein Kollege Christopher Burger hier letzte Woche sehr ausführlich zu der neuen designierten israelischen Regierung gesagt hat. Da hat er sich ja auch dazu eingelassen. Ich kann gerne noch mal wiederholen,
dass es natürlich so ist, dass für uns ganz zentral ist, dass eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung am besten geeignet ist, Israelis und Palästinenser gleichermaßen ein Leben in Freiheit, Sicherheit und Würde zu ermöglichen. Deshalb setzen wir uns ja auch weiterhin dafür ein. Und das wird natürlich auch sozusagen in unserem Umgang mit dieser neuen israelischen Regierung eine zentrale und wichtige Rolle spielen. Nochmal, wie soll das möglich sein, wenn der Ausbesiedlung weitergeht? Sie haben das über Jahre hinweg immer betont. Dennoch sind im Laufe der Jahre immer die Siedlungen ausgebaut worden. Wie soll das jetzt noch überhaupt möglich sein? Ich kann ja jetzt hier nicht spekulativ sozusagen auf die Zukunft gerichtet Stellung nehmen zu Dingen, die noch nicht geschehen sind. Ich glaube, unsere Grundhaltung ist ganz klar. Die haben wir hier mehrfach dargelegt und auf der Grundlage werden wir agieren. Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Vierweger mit einem ganz anderen Thema. An das Landwirtschaftsministerium, wenn ich das richtig sehe. Genau, es ging an das Landwirtschaftsministerium zu den Äußerungen des Ministers. Ja, der Minister hat sich dazu geäußert, dass Containern straffrei bleiben soll. Wird es dazu auch eine Gesetzesinitiative aus dem Ministerium geben? Ja, frohes neues Jahr an alle. Und vielen so viel Zeit muss sein. Und vielen Dank für die Frage. Vielleicht erst noch mal kurz zur Einordnung zu dem, was Minister Özdemir gesagt hat. Grundsätzlich zuständig sind dort die Länder. Da geht es nämlich um die Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren, RISTBV. Und deswegen sind wir als Bund, also weder das BMJ noch das Bundeslandwirtschaftsministerium, erstmal nicht federführend zuständig, das zu tun. Containern ist rechtlich als Diebstahl und gegebenenfalls als Hausfriedensbruch zu bewerten. Der Hamburger Senat hat da Ende 2021, war es jetzt schon, einen Lösungsvorschlag über eine Änderung dieser Richtlinien vorgelegt. Und die begrüßen wir. Das hat der Minister auch noch mal betont, dass er das begrüßt und an eine Änderung dieser Richtlinie appelliert. Und dazu sind wir auch in guter Abstimmung mit dem Bundesjustizministerium. Das wäre der Stand der Dinge heute. Oh. Danke. Gibt es dazu weitere Nachfragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Buttwig mit. Genau, eine Frage an Frau Hoffmann. Frau Hoffmann, der Bundeswirtschaftsminister Habeck hat gestern einen früheren Kohleausstieg in Ostdeutschland auch ins Gespräch gebracht. Inwiefern ist denn diese Position in der Bundesregierung abgesprochen gewesen und was hält der Bundeskanzler grundsätzlich davon? Naja, die Haltung der Bundesregierung ist ja im Koalitionsvertrag festgehalten und da heißt es ja, dass das Kohleausstieg idealerweise bis 2030 stattfinden soll. Damit ist dieses Ziel eines möglichst frühen Kohleausstiegs idealerweise bis 2030 ja festgeschrieben. Und es steht überhaupt nicht in Frage, dass die Bundesregierung alles dafür tut, um schnellstmöglich aus den fossilen Energien dann tatsächlich auch auszusteigen und damit natürlich auch aus der Kohle. Dafür wird ja auch unter Führung unter anderem des Bundeswirtschaftsministers der Ausbau der erneuerbaren Energien stark vorangetrieben. Der Kanzler hat sich auch in dieser Richtung zuletzt nach einem Austausch mit den Ministerpräsidenten der ostdeutschen Kohleländer geäußert und hat gesagt, dass wenn es gelingt, eine ausreichende Kapazität der Energieerzeugung aus Erneuerbaren zu erreichen, gerade im Osten Deutschlands, und einen Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft zu schaffen, dann relativiert sich auch die Notwendigkeit anderer Erzeugungskapazitäten, also auch fossiler Erzeugungskapazitäten. Nachfrage an Herrn Severin. Herr Severin, der Bundeswirtschaftsminister hat ja gesagt, dass er das Ganze gerne im Konsens machen möchte und nicht per Ordre Mufti. Wirkt es ein bisschen so in erster Reaktion von den Ministerpräsidenten Haseloff und Kretschmer, dass die eher überrascht waren von der Ankündigung. Also war das mit denen abgesprochen, dass er zu diesem Zeitpunkt das vorschlagen will? Und wie will er diesen gesellschaftlichen Konsens oder diesen Konsens insgesamt erreichen? Vielen Dank. Der gesamte Kohleausstieg ist ja im Konsens mit den Ländern vereinbart worden seinerzeit. Und was Minister Habeck damit meinte, ist, dass wir bei dieser Art des
Diskurses bleiben werden. Dort wird es keine Vorschriften geben, sondern das wird in Diskussion mit den Ländern und in einer gemeinsamen Arbeit werden Möglichkeiten ausgelotet werden, genau wie Frau Hoffmann das gesagt hat, dem Koalitionsvertrag zu entsprechen und möglichst früh aus diesen fossilen Energien auszusteigen. Bitte. Dann nochmal die Nachfrage. Also hat er denn vorab mit Herrn Haseloff und Herrn Kretschmer auch darüber gesprochen, dass er sich zu diesem Zeitpunkt äußern wird? Ja, über interne Gespräche, also ich selbst weiß es nicht und über interne Gespräche berichten wir grundsätzlich nicht. Gibt es dazu weitere Fragen? Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Jolkwar. Ja, an das Auswärtige Amt. Herr Wagner, der frühere Berliner Bürgermeister Michael Müller hat heute ein bisschen kritisch die Position des Auswärtigen Amtes bewertet, meint, es sollte mehr Gesprächsangebote an Russland geben. Wie geht denn die Ministerin mit dieser Kritik um und was ist die Haltung von Frau Baerbock zu einem möglichen politischen Dialog mit Russland? Vielen Dank für die Frage, Herr Jolkwar. Sie wissen ja, dass wir Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum hier normalerweise nicht kommentieren. Ich kann für das Auswärtige Amt natürlich sagen, dass es keine Differenzen da in der Wahrnehmung gibt, denn von Russland gibt es ja keine glaubhaften Verhandlungsangebote. Ich glaube, das hat auch die ziemlich brutale Bombardierungskampagne der letzten Tage auch nochmal gezeigt. Insofern sprechen diese Taten Russlands eine sehr deutliche Sprache. Sie sagen, seitens Russland gibt es keine Gesprächsangebote. Gibt es denn seitens des Auswärtigen Amtes ein Gesprächsangebot an Russland? Also wir haben ja hier zu dieser Frage schon mehrfach uns eingelassen und immer gesagt, dass natürlich vor allen Dingen an der Ukraine ist zu definieren, unter welchen Bedingungen und wann und wie sie gegebenenfalls Gespräche führt. Insofern habe ich dem jetzt hier nichts noch weiter zuzufügen. Möchten Sie noch mal fragen? Ja. Dann fragen Sie doch mal. Das heißt also, Sie warten, bis die Ukraine ein Gesprächsangebot machen und seitens der Bundesregierung, seitens Deutschlands, kommt kein Gesprächsangebot oder kein Vermittlungsangebot oder was auch immer. Also für uns ist doch ganz klar, dass wir an der Seite der Ukraine stehen, die da sozusagen nicht nur um ihr Überleben kämpft, sondern auch für unsere Freiheit und unsere Werteordnung in Europa. Das haben wir ja mehrfach deutlich gemacht und unterschiedliche Kabinettsmitglieder, aber unter anderem die Außenministerin hat ja in einem Tweet am 31. Dezember nochmal deutlich gemacht, dass wir die Ukraine dahingehend unterstützen und dies auch weiter tun werden. Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass es ja jetzt auch nicht so ist, dass es keine Gespräche oder keine Kontakte mit Russland gäbe. Wie Sie wissen, hat der Kanzler, aber ja auch andere in der EU immer wieder auch mit Präsident Putin direkt Kontakt. Aber auch auf anderen Ebenen gibt es selbstverständlich Kontakte. Also es ist nicht so, dass es da irgendwie Funkstille wäre. Will, glaube ich, keiner helfen. Dann machen Sie noch mal weiter. Das verleitet mich, Frau Hoffmann, zu einer weiteren Frage. Sie sagten also nicht nur auf Ebene des Präsidenten, sondern Sie sagten eben auch auf anderen Ebenen. Auf welchen Ebenen wird denn noch gesprochen, außer auf der Präsidentenebene? Ich würde es jetzt hier nicht genau spezifizieren wollen, aber selbstverständlich gibt es auch auf anderer Ebene diplomatische Kontakte. Gut. Dann geht es da oben weiter, da fehlt mir jetzt der Name, bitte. Ja, bei der türkischen Nachrichtenagentur. Ich hätte eine Frage zu Kosovo. Die Barrikaden sind abgebaut. Wie bewertet die Bundesregierung die Lage in Nordkosovo? Und der kosovarische Ministerpräsident hat gefordert, dass mehr NATO-Soldaten nach Kosovo geschickt werden. Wie beurteilt die Bundesregierung die Aussage? Ich kann vielleicht erstmal anfangen und allgemein sagen, dass wir natürlich erleichtert sind, dass sich die Lage in Serbien und Kosovo etwas entspannt hat. Das ist ein gutes Zeichen, dass die beiden Seiten aufeinander zugegangen sind und die serbische Minderheit in Nordkosovo die Straßenblockaden aufgehoben hat. Die kosovarische Regierung wiederum hat den größten Grenzübergang, um den es da ja auch ging, zu Serbien wieder geöffnet. Jetzt ist es in erster Linie einmal wichtig, dass der Dialog zwischen Serbien und Kosovo weiter unterstützt wird. Das tut ja die Bundesregierung sehr aktiv und sie unterstützt auch die Vermittlungsbemühungen der EU. Soweit erstmal von mir dazu. Dem mache ich mich
Die Forderung des kosovarischen Ministerpräsidenten, mehr NATO-Soldaten zu schicken? Ich habe dazu von hier jetzt keinen Kommentar. Ich habe das zur Kenntnis genommen, keinen Kommentar dazu. Wir konzentrieren uns jetzt zunächst einmal darauf, den Dialog zu unterstützen. Gibt es zu diesem Thema weitere Fragen? Dann hat Herr Blank das Wort zu einem anderen Thema. Ja, ans Bundesgesundheitsministerium und möglicherweise auch hilfsweise ans Verkehrsministerium. Nachdem Herr Lindner gesagt hatte, man solle bei nächster Gelegenheit die Maskenpflicht im Fernverkehr aufheben, gibt es da jetzt eine andere Herangehensweise der Bundesregierung? Wird dann in Fernzügen noch vor April die Maskenpflicht aufgehoben? Wahrscheinlich ist Bundesgesundheitsministerium da der richtige Ansprechpartner. Das Verkehrsministerium hat uns heute Morgen informiert, dass Sie nicht kommen können. Insofern hoffe ich wenigstens, dass Sie uns zuhören und uns vielleicht mit Informationen versorgen können. Ja, wie Sie wissen, kommentieren wir Stimmen aus dem parlamentarischen Raum hier auch generell nicht. Ich kann dazu gerne auf die Aussagen des Ministers zum Beispiel von Freitag verweisen, da hat er sich ja auch dazu geäußert. Und ja, dabei würde ich es eigentlich gerne belassen. Das war ja sogar eine Äußerung nicht nur aus dem parlamentarischen, sondern aus dem Regierungsraum mit Herrn Lindner. Also Frau Hoffmann, gibt es da möglicherweise eine Änderung der Meinung der Bundesregierung? Ich habe mich dazu ja auch am vergangenen Mittwoch geäußert und da habe ich jetzt keinen veränderten Stand zu dem Thema. Gibt es weitere Fragen zu diesem oder zu anderen Themen? Da gibt es schon Informationswünsche. Die Kollegen. Das sieht mir nicht so aus. Dann danke ich unseren Gästen sehr herzlich für ihr Kommen und schließe die Pressekonferenz. Answer.